seine Linie halten kann, aber trotzdem fair zum politischen Gegner sein muss. Das hat ein Ministerpräsidenten eine Regierungskommission leiten, in der auch Peter R. Neumann und viele andere mitwirken werden. Kamera runter. Aber vor allem hat er deutlich gemacht, wir können auch in der CDU diskutieren. Ich war nicht immer einer Meinung mit ihm. War bei mir so, dass er mit der Familie Armin Laschet gewann hinzu. Und er ist uns jetzt aus Düsseldorf auch zugeschaltet. Guten Abend, Herr Laschet. Guten Abend, Frau Slomka. Ja, Sie werden nun reihum als der große Überraschungssieger bezeichnet. Wann war denn bei Ihnen ganz persönlich in den letzten Wochen, Tagen der Moment, wo Sie dachten, oh, das könnte doch klappen? Also in den letzten Tagen war natürlich im Wahlkampf die Wechselstimmung schon spürbar. Wie sollte es auch anders sein bei einem solchen Ergebnis? Aber unsere Wahlkämpfer haben wieder Mut gefasst nach dem Wahlergebnis an der Saar. Da war jemand, der hat Kurs gehalten, der hat seine Linie durchgezogen, der hat seine Argumente gebracht, auch als die Umfragen schwer waren, nämlich Annegret Kramp-Karrenbauer. Und ich habe bei uns auch immer gesagt, wir bleiben bei unseren Themen, keine Ersatzthemen, keine Nebengeschichten, reden über Landespolitik, über Bildung, über innere Sicherheit, auch über Arbeitsplätze, Wirtschaftspolitik, Verkehrspolitik. Und das waren am Ende auch die Themen der Menschen und insofern war das erfolgreich. Aber auch Sie haben durchaus eine kleine Kurskorrektur vorgezogen. Insofern stellt sich strategisch die Frage, was war denn für Ihren Wahlkampf eigentlich hilfreicher, dass Sie als ein treuer Merkel-Mann galten, der Sie der Flüchtlingspolitik verteidigt hat, oder dass Sie am Ende dann doch mit Herrn Bosbach und vor allem auch mit Herrn Seehofer ausgewiesene Merkel-Kritiker im Wahlkampf als Schützenhilfe dazu holen. Aber das Leben, Frau Slomka, besteht nicht aus Merkel-Kritikern oder Merkel-Unterstützern. Auch bei der CDU hatte man zwischendurch das Gefühl, doch, nein, das Leben der Union besteht aus diesen bei beiden Lagern. Nicht. Das kann man aber versöhnen. Bei mir war immer klar, die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung, der Bundeskanzlerin ist richtig. Fluchtursachen bekämpfen. Außengrenzen der Europäischen Union schützen und so die Flüchtlingszahlen reduzieren. Ich bin dafür, dass wir Schutzbedürftigen helfen, dass wir denen, die auf Dauer hier bleiben, Integration ermöglichen und auch die Vielfalt unseres Landes anerkennen. Aber der zweite Teil der Medaille ist, wer sich nicht an die Regeln hält, wer No-Go-Areas für sich ausnutzt, wie sie in manchen Teilen des Ruhrgebiets existieren, wer Kölner Silvesternacht versucht, da muss der Staat konsequent handeln. Und da ist Wolfgang Bosbach jemand, der über viele Jahre große Expertise in der Innenpolitik hat. Er wird jetzt eine Regierungskommission leiten. Und insofern gehört das eigentlich beides zusammen. Liberal und weltoffen, aber Grenzen aufzeigen, wenn jemand gegen Gesetze verstößt. Frau Barley von der SPD hat sich eben darüber beklagt, dass die CDU in NRW schon auch so eine Art Wutbürgerwahlkampf zum Teil gemacht hat. Und in der Tat, es gab zumindest ein Plakat, in dem hieß es, ich fühle mich hier nicht mehr sicher, warum tun die nichts, mir reicht's. Das hätte auch von der AfD kommen können. Nein, das hätte von der AfD nicht. Ja, das war unser Plakat. Natürlich, weil uns die Bürger das am Stand gesagt haben. Sie müssten mal in manche Stadtviertel hier kommen. Videoüberwachung hat die Landesregierung lange nicht ermöglicht. Die Innenpolitik war ein Thema, was die Menschen bewegt hat. Wir haben das artikuliert und konkrete Vorschläge gemacht, wie man das besser machen kann. Und das ist die Aufgabe einer Opposition, Defizite auch markant benennen. Aber im Wahlkampf fair bleiben. Mir hat man ja immer gesagt, du bist viel zu soft und viel zu nett zu Frau Kraft. Nein, wir waren in der Sache hart, aber wir haben keinen persönlichen Wahlkampf geführt, weil man auch nach der Wahl Lösungen für das Land suchen muss, auch über Parteigrenzen hinweg. Damit sind wir bei der wahnsinnig spannenden Frage, mit wem Sie denn regieren würden. Also das könnte ja sein, dass wenn die Linkspartei nicht in den Landtag einzieht, dass es dann für Schwarz-Gelb reichen würde. Da hört man aber jetzt von Herrn Lindner, dass er nicht Ihr Wunschkandidat sei und Sie übrigens auch nicht seiner. Das ist eigentlich ein bisschen befremdlich. Wer ist denn dann Ihr Wunschkandidat? Also Politik ist kein Wunschkonzert, sondern Politik ist
die Auffassung, die eng beieinander bringen, zu Koalitionen zu bringen. In der Wirtschaftspolitik, in der Entbürokratisierung, in vielem, was an Reglementierung da war in den letzten Jahren. Oh, das würde der FDP aber gefallen, wenn Sie jetzt über Deregulierung sprechen. Da sind wir ganz nah bei der FDP. Ja, aber warum sagt denn Herr Lindner, Sie seien nicht Ihr Wunschkandidat? Wen will er denn eigentlich haben? Da wundert man sich doch. Müssen Sie, man wundert sich manchmal, müssen Sie ihn fragen. Aber bei dem Thema sind unsere Programme ganz eng beieinander. Und deshalb habe ich auch in den letzten Wochen darum gekämpft, dass wir stärkste Partei werden. Denn Sie müssen aus der Regierungszentrale als Ministerpräsident die Richtung vorgeben. Bei der inneren Sicherheit ist es immer schwierig mit der FDP. Das belegen viele Innenminister, die wir hatten, beispielsweise bei der Schleierfahndung, bei der Videoüberwachung, bei der Vorratsdatenspeicherung. Und insofern besteht Politik aus der Aufgabe, möglichst viel Gemeinsamkeiten zu definieren und dann aber auch zu handeln und das Land zum Besseren zu verändern. Gut, aber jetzt noch mal ganz klar gesagt, Sie können sich doch eigentlich keine große Koalition wünschen. Nochmal, Politik ist kein Wunschkonzert. Und deshalb habe ich immer gesagt, wir reden nicht mit der AfD, wir reden nicht mit der Linken, aber mit allen Demokraten werde ich ab morgen sprechen. Und dann werden wir irgendwann sehen, wo gibt es die größten Schnittmengen, wie kann eine stabile, handlungsfähige, auf Dauer angelegte Regierung in Nordrhein-Westfalen dieses Land wieder nach vorne bringen. Wir gehören nicht auf die Schlusslichtplätze, wir können mehr. Und da wird man sehen, mit wem lässt sich das realisieren. Herr Laschet, ich danke für das Gespräch. Bitte schön. Ja. Sehr schön. Ja. Bravo. Sehr gut. Hier steht ein Wunschkandidat nämlich mal an für eine Koalition, wenn die Linke nicht reinkommt. Und danach sieht es im Moment ein bisschen aus. Dann könnten Sie mit der FDP eine schöne Koalition machen, aber nicht mit diesem Mann. Denn der rauscht ja ab nach 4 Monaten Richtung Berlin. Was bleibt denn dann in Nordrhein-Westfalen, wenn Sie weg sind? Also Sie haben gerade spielerisch hier Koalitionsverhandlungen eröffnet, Herr Plasberg. Und dazu will ich schon auch mal ein Wort sagen. Die FDP hat hier ihr historisch bestes Ergebnis aller Zeiten bekommen, weil wir für eine bestimmte Form der Liberalität stehen. Wir wollen für die Menschen Probleme lösen, aber wir bewerben uns nicht als Aufpasser oder Erziehungsberechtigte. Wir stehen am klarsten für eine wirtschaftliche Entwicklung, für ein anderes, nämlich ideologiefreies. Habe ich verstanden? Nochmal die Frage, was bleibt, wenn Sie gehen nach Berlin? Die Wähler wussten das. Sie haben ein tolles Ergebnis eingefahren. Wenn Sie das so sage ich dazu was. Ich bin nämlich nicht der Wunschkoalitionspartner von Herrn Laschet und er nicht meiner. Ist doch eine viel schönere Nachricht für Sie, was ich jetzt sage, oder? Hören Sie zu? Ja, ist doch viel interessanter, was ich jetzt sage, weil wir bei der wirtschaftlichen Entwicklung, bei der Bildung, bei der Frage des Rechtsstaats eine klare, auch von der CDU unterschiedliche Position haben, hat die CDU über Wochen gegen uns Wahlkampf gemacht. Ich schätze den sportiven, rauen Wettbewerb, aber umso eigenständiger gehen wir jetzt in diese neue Wahlperiode und schauen mal, was kommt. Im Zweifel machen wir Opposition und vertrauen Sie mir, jetzt komme ich zu Ihrer eigentlichen Frage, die Leute, die hinter mir auf der Liste stehen für die gleichen Werte und für die gleichen Projekte wie ich. Dass man hart in der Sache seine Linie halten kann, aber trotzdem fair zum politischen Gegner sein muss.